Ostern 2022, Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz. Ich begrüße Sie. Das Wetter ist ja nie langweilig, weil es sich doch immer wieder etwas ändert und dieses Mal zum Positiven. Zwar ist es auch bei uns etwas kühler geworden, aber die Ostereier müssen Sie nicht im Schnee suchen. Denn pünktlich zu Ostern legt das Wetter eine Ruhepause ein und das wird uns allen gut tun. Hoher Luftdruck hält tiefs östlich und westlich von Deutschland fern. Dadurch kann sich erstmal ruhiges und recht sonniges Osterwetter einstellen. Dabei bekommt der Osten Deutschlands immer noch etwas kühlere Luft ab, wie Sie an der dunkleren Grünfärbung erkennen können. Die Westhälfte dagegen von milderer Luft begünstigt. Dabei werden in Rheinland-Pfalz am Samstag 14 Grad in der Eifel, 18 im Saarland und am Rhein erreicht. Im Laufe des Tages immer mehr Sonne, nur der Wind, der aus nordöstlichen Richtungen kommt, fühlt sich teilweise etwas frisch an. Die Nacht zum Ostersonntag wird klar und sehr kühl mit 0 bis plus 4 Grad, im Bergland bis minus 3 und auch sonst in Bodennähe bei klarem Himmel regional leichter Frost möglich. Der Ostersonntag, der bringt klassisches Wunschkonzert zu Ostern mit viel Sonne. Es bleibt trocken, 16 Grad in den Hochlagen, sonst 18, 19 Grad. Der Wind aus nordöstlichen Richtungen zeitweise immer noch spürbar. Nach einer weiteren sehr kühlen Nacht hält auch der Ostermontag freundliches und recht sonniges Wetter für uns bereit. Dabei werden 16 bis 20 Grad erreicht. Erst nachts, in der Nacht zu Dienstag, werden die Wolken allmählich etwas dichter und die uns dann pünktlich nach Ostern mehr dünne Schleierwolken bringen, aber auch immer noch Sonne. Und bei Westwind wird es etwas kühler als an den Ostertagen, aber es bleibt zunächst noch trocken. Für den Rest der Woche geht es wechselhafter weiter, auch mit etwas Regen. Aber das Osterwetter muss jetzt nicht unsere Sorge sein. Da bleibt es Ihrer Fantasie überlassen, was Sie an Freizeitaktivitäten draußen in der Natur unternehmen. Das Einzige, was uns zu schaffen machen könnte, wären zu viele süße Ostereier oder einfach zu gutes Osteressen. Doc, stimmst du mir dazu? Na klar stimme ich dir dazu, liebe Inge. Es liegt nämlich nicht an den Ostereiern vom Huhn, die Eier, sondern es liegt an dem üppigen Essen, an den vielen Kalorien, vielleicht auch an dem Übergewicht, was wir sowieso schon mitbringen. Dann die Schokoladeneier und die sonstigen Süßigkeiten, die können dafür verantwortlich sein, dass unser Cholesterin hoch ist. Aber nicht nur an Ostern. Wenn wir jetzt an Ostern mal sündigen, dann macht das gar nichts. Weder bei Ostereiern vom Huhn noch bei den süßen Eiern oder bei üppigem Essen. Wenn das aber dauernd der Fall ist, dann kann eben das Cholesterin in die Höhe gehen. Es ist nämlich einfach so, dass unser Körper selbst Cholesterin bildet, nämlich ca. 80% von dem, was wir brauchen. Der Rest wird über die Nahrung zugeführt und was wir nicht brauchen, wird ausgeschieden auf natürlichem Wege. Wenn wir jetzt etwas zu viel Cholesterin zu uns nehmen, dann fährt der Körper die eigene Produktion runter und das Ganze wird kompensiert. Aber irgendwann ist dieses System überlastet und das Cholesterin steigt. Und dann muss man eben weniger Kalorien zu sich nehmen, Gewicht abbauen, fettarme Kost ist dann auch wichtig. Und wir müssen auch denken an Diabetes, das kann eine Rolle spielen. Stimmt was nicht mit der Schilddrüse? Oder auch rauchen wir oder trinken wir zu viel Alkohol? Kann alles eine Rolle spielen bei dem erhöhten Cholesterin. Und das ist in der Tat gefährlich, weil es zu Arteriosklerose, also zu Gefäßverkalkung führt. Und das wiederum ist ein Risikofaktor für die Entstehung zum Beispiel von Schlaganfall und Herzinfarkt. Also die Hühnereier, die harmlosen Hühnereier, gut schmeckenden Hühnereier sind es wirklich nicht. Da können wir uns an Ostern ruhig ein paar mehr davon gönnen. Also in diesem Sinne wünsche ich wunderschöne Ostern. Wetter ist ja eigentlich ganz gut. Wir können im Garten Ostereier sammeln und eine schöne Woche, macht es gut und bleiben Sie mir gesund. Tschüss.